Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, darin der Körper des Anderen. Körper, jeder Gedanke, jede Regung, jedes Interesse, das beim liebenden Subjekt vom geliebten Körper geweckt wird. Erstens. Sein Körper war in zwei Hälften geteilt. Einerseits sein eigentlicher Körper, seine Haut, seine Augen, zart, warm. Andererseits seine Stimme, kurz, verhalten, Anwandlungen von Abneigung unterworfen. Seine Stimme, die nicht bot, was sein Körper bot. Anders ausgedrückt, einerseits sein weicher, warmer Körper, gerade nachgiebig genug, samtig, mit seiner Befangenheit kokettierend und auf der anderen seine Stimme. Die Stimme, immer die Stimme. Dunkel, gut ausgebildet, mundän und so weiter. Zweitens, manchmal kommt mir eine Idee. Ich mache mich daran, den geliebten Körper eingehend zu erforschen. Erforschen heißt ausgraben. Ich grabe den Körper des anderen aus, so als wollte ich sehen, was darin ist, so als sei die mechanische Ursache meiner Begierde im Körper gegenüber verborgen. Ich ähnle jenen Knirpsen, die einen Wecker zerlegen, um herauszufinden, was die Zeit ist. Diese Operation vollzieht sich kalt und staunend. Ich bin ruhig, aufmerksam, so, als ob ich mich einem merkwürdigen Insekt gegenüber sehe, vor dem ich plötzlich keine Angst mehr habe. Manche Teile des Körpers kommen dieser Beobachtung besonders entgegen. Die Wimpern, die Nägel, der Haaransatz, die Einzelglieder. Offensichtlich bin ich im Begriff, einen Toten zu fetischisieren. Der Beweis dafür ist, dass, wenn der Körper, den ich erforsche, von seiner Reglosigkeit ablässt, wenn er sich anschickt, etwas zu tun, meine Begierde sich wandelt. Wenn ich den anderen beispielsweise denken sehe, hört meine Begierde auf, pervers zu sein, wird sie wieder imaginär, kehre ich zu einem Bild, zu einem Ganzen zurück. Erneut liebe ich. Roland Barthes beschreibt ja etwas, was sehr interessant ist und sehr typisch ist, auch in gewisser Weise für das Abendland, nämlich die analytisch-logische Herangehensweise an etwas, was man eigentlich nur als Ganzes adäquat erfassen sollte. Diese Zerlegung in Einzelteile, diese Fetischisierung von Details steht gegenüber die Ganzheitlichkeit, mit der dann auch die Liebe zu diesem Gegenüber zurückkehrt. Kaum ist er in Bewegung, in Aktion, verschwimmen die Einzelteile und Objekt als Geliebtes kehrt zurück. Der Gegensatz zwischen analytisch-logischem, wissenschaftlichem Denken, einem Denken, das nach Ursachen sucht, ihm steht gegenüber die Empfindung, die Ganzheitlichkeit, das mythische Denken, ein Gegensatz, der in der Antike begonnen hat in Europa, im 6., 5. vorchristlichen Jahrhundert bei den Vorsokratikern und dann ihren Höhepunkt bei Sokrates, Platon und Aristoteles gefunden hat. Von da an ging der intellektuelle Teil Europas daran, die Wirklichkeit zu erforschen, auszugraben, wie es Roland Barthes nennt, wie man in einem Bergwerk nach einem Detail sucht, nach Gold zum Beispiel oder Silber, und es aus der Muttererde herausreißt. Es gibt ein wunderbares Buch, das ich nur immer wieder empfehlen kann. Und es stammt von Ivan Illich und heißt Im Weinberg des Textes. Und darin beschreibt
der große Philosoph Iwan Ilitsch, die Geschichte des Schreibens im Abendland. Und er beschreibt, wie im 8. nachchristlichen Jahrhundert die Mönche begonnen haben, den heiligen Text, das Wort Gottes, analytisch zu zerlegen. Und diese Herangehensweise an heilige Texte hat sich dann etabliert im Abendland, an den Universitäten, in der Scholastik. Ab dem 13. Jahrhundert ist es Usus geworden bei der Elite und hat weggeführt von dem mythischen Denken, von Legenden, von heiligen Geschichten hin zu einem logischen, wissenschaftlichen Erforschen, zur Theologie. Und gegen dieses wissenschaftliche Forschen der Welt stand immer die Liebe als Rebellion gegen diesen Logos, das geliebte Objekt in Einzelteile zerlegen kann. Es gibt nun Gedichte des 14. Jahrhunderts von Petrarca, Sonette, Kanzonieren, in denen genau diese Zerlegung des Körpers des geliebten Menschen beginnt. Eben einer Zeit, in der die Universitäten im Abendland sich etablieren. Von nun an wird im sogenannten Petrarchismus die Schönheiten der Frau katalogisiert, in Einzelteile zerlegt. Sie werden mit Preziosen, mit wertvollen Gegenständen verglichen aus der Dingwelt und sie werden damit in gewisser Hinsicht auch verdinglicht. Ich lese Ihnen ein Sonett von Petrarca, dem Dichter des 14. Jahrhunderts, vor. Das Sonett Nummer 303 in einer Übersetzung von Hartmut Schönherr. Von den schönsten Augen und vom hellsten Antlitz, das je erstrahlte, und von den schönsten Haaren, die Gold und Sonnenglanz verblassen lassen, vom süßesten Palaver und vom süßen Lachen, von den Händen, von den Armen, die erobert haben könnten, ohne sich zu rühren, die größten Feinde Amors, von den schönsten schnellen Füßen, die noch im Paradies Gestalt gefunden, nahmen meine Geisteskräfte Leben. Nun vergnügen sich darin des Himmels Herr und seine geflügelten Kuriere. Und ich blieb zurück, ganz nackt und blind. Nur einen Trost erwarte ich für meine Leiden, dass sie, die alle meine Gedanken sieht, mir gewährt die Freundlichkeit, mit ihr zu sein. Dieses Liebesgedicht katalogisiert die Schönheiten der Frau, beschreibt im Einzelnen Augen, Antlitz, Haare, Hände, Arme und Füße, vergleicht sie mit Kostbarkeiten, schildert, wie sie im Paradies gemacht wurden, die Geliebte, die offensichtlich tot ist und nun den Herrn des Himmels und seine Engel erfreuen wird. Dieses Fokussieren auf Details, das ist nun eben genau anzusetzen in einer Zeit, in der das wissenschaftlich-logische Denken sich im Abendland etabliert hat, in der Scholastik, im dialektischen Denken, in einem Erörtern von Pro und Contra, in der sich der vierfache Schriftsinn, eine besondere Hermeneutik an den Universitäten, Raum schuf. Und genau in dieser Zeit entstand das Sonett als beliebte Gedichtform, die sehr dialektisch, antithetisch aufgebaut ist und nun in einer Zeit, in der nun auch das Abendland begann, sich in Anatomie, anatomisch tote Körper zu erforschen,
Ab circa 1300 in Oberitalien begann man damit, aber verbreitet hat sich die Anatomie dann erst im Barock. Und es ist typisch, dass genau dieses Barock dann auch in den Gedichten den Körper der Geliebten in so viele Einzelteile zerlegt, dass es penetrant wirkt. Ich lese Ihnen einmal ein Gedicht vor von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. 1695 wurde es veröffentlicht. Die Beschreibung vollkommener Schönheit in diesem barocken Deutsch geschrieben. Ich hoffe, Sie verstehen es trotzdem. Das Gedicht ist ein einziger Satz, in dem nun die Schönheiten der Frau aufgezählt werden. Ein Haar so kühnlich trotz der Berenike spricht, ein Mund, der Rosen führt und Perlen in sich heget, ein Zünglein, so ein Gift vor tausend Herzen träget, zwo Brüste, wo Rubin durch Alabaster bricht, ein Hals, der Schwanenschnee weit, weit zurückgesticht, zwei Wangen, wo die Pracht der Flora sich beweget, ein Blick, der Blitze führt und Männer niederleget, zwei Armen, der Kraft oft Leun hingericht, ein Herz, aus welchem nichts als mein Verderben quillet, ein Wort so himmlisch ist und mich verdammen kann, zwei Hände, derer Grimm mich in den Bann getan und durch ein süßes Gift die Seele selbst umhüllet, ein Zierat, wie es scheint, im Paradies gemacht, hat mich um meinen Witz und meine Freiheit bracht. Wow, das ist sehr viel Detail, sehr viel Aufzählung von den Haaren der Berenike, der Siegbringerin, vom Mund, der rosig ist und die Zähne wie Perlen zeigt, vom Zünglein, das Gift auf sich tragen kann, wenn es in Aktion ist. Hier schon die Brüste, wo die Brustwarzen als Rubine sich durch das Weiß des Alabasters hervorstechen. Der Hals, schwanengleich, die Wangen, die blühen, ein Blick, die Augen, die strahlen und Feuer versprühen und Männer töten können, die Arme, die sogar Löwen stark, Löwen hinrichten können, ein Herz, das Verderben bringen kann, eine Sprache, die verdammen kann, die Hände, die ihn, den Liebenden in Bann schlagen. Und all das, was im Paradies gemacht zu sein scheint, bringt den Liebenden um den Verstand und um seine Freiheit. Das ist eine extreme Zerlegung des Körpers der Geliebten, ein Klagen, ein Beschreiben von Äußerlichkeiten, das uns doch, denke ich, in der Moderne ein wenig zu viel ist. Ich denke, viele haben Probleme mit der barocken Lyrik. Ich habe das auch. Es ist für mich wunderbar, die Kunstfertigkeit dieses Barock zu sehen, aber es ist nicht eine Lyrik, der meine ganze Liebe gilt. Diese Art, dann den Körper oder ja den Geliebten zu beschreiben, wird aufgegeben im 18. Jahrhundert, wo man dann wieder zurückfindet zu einer Lyrik der Empfindung, der Gefühligkeit, wie wir es dann eben auch bei Goethe erleben, und wo man abkehrt von der Beschreibung der Äußerlichkeiten, der Details. Wir finden dann dieses Stilmittel, eine geliebte Person in Details zu beschreiben,
Zum Beispiel eben noch als in dem Gedicht von Rainer-Maria Rilke, die Kurtisane, die wir neulich besprochen haben, wo das als Stilmittel eingesetzt wird, um eine doch sehr gefühlskalte und nie der Liebe auf den Leim gehende Person geschildert wird, die eben sehr letztlich eine sehr kalte Person ist. Und wunderbar bei diesem Dichter zu bemerken, wie er dieses barocke Stilmittel der Detailbeschreibung aufgreift, um eigentlich eben eine Person zu beschreiben, die nicht lieben kann und eine Kälte ausstrahlt, die eben auch ganz deutlich, wie ich finde, diese barocken Gedichte haben, die eben große Pose sind und sehr stark auf Äußerlichkeiten abhebt.